Wenn Sie heute von Korbach nach Marburg fahren, sind das noch 83 Minuten und zwar umsteigefrei und zwar 40 Minuten schneller. Trotzdem will ich auch klar sagen, weitere Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur sind weiter notwendig, um die Linien noch schneller zu machen. Beispielsweise die Sicherung von Bahnübergängen oder die Reduzierung von Bahnübergängen können hier sehr hilfreich sein. Es ist gut, dass hierfür auch schon Fördermittel beantragt sind. Mit der von uns beantragten Deaktivierung der Linie nach Wattenberg können rund 12.000 Menschen zusätzlich direkt in das Bahnlinien-Netz angeschlossen werden. Zudem sichert das die Anbindung des Güterverkehrs, der immer noch auf dieser Strecke aktiv ist. Und gleichzeitig wird der Tourismus in diesem Kreisteil gestärkt. Also, diese Reaktivierung könnte für den Landkreis eine sehr große Steigerung des Wertes, des Wohnwertes sowie des Fremdenverkehrs, aber eben auch als Wirtschaftsstandort sein. Und die hessischen Landestickets, wie zum Beispiel Schülerinnen-Tickets, Senioren-Tickets, die ja Ideengeber für das 9-Euro-Ticket waren, haben gezeigt, dass die Bevölkerung sehr wohl einen kostengünstigen und attraktiven öffentlichen Nahverkehr deutlich nachfragen werden. Es ist gut, dass es an dieser Stelle eine Nachfolgeregelung gibt und von daher bin ich auch sehr froh, dass der Landrat das eben in der Fragestunde noch mal deutlich gemacht hat. Und das alles macht deutlich, wir müssen auch in der Fläche das Bahnangebot noch weiter ausbauen und da wäre diese Reaktivierung ein wichtiger Baustein für. Die vom Kreisausschuss nun vorgeschlagene Ergänzung wird von uns geteilt, denn wir sind der Überzeugung, dass die Nutzen-Kosten-Untersuchung deutlich positiv ausfallen wird. Auch die Planung und Untersuchung hinsichtlich der Reaktivierung zum Idersee muss weiter betrieben werden, auch wenn hier die Ausgangsvoraussetzungen sicherlich deutlich schwieriger sind. Es werden weniger Anwohnerinnen und Anwohner direkt davon profitieren können. Die Infrastruktur, ja, sie ist schwieriger und teilweise auch nicht mehr ganz vorhanden. Aber auch hier sehen wir deutliche Perspektiven und Chancen. Erstens gäbe es eine umsteigefreie Möglichkeit von Kassel direkt an den Edersee, was den Fremdenverkehr stärken könnte. Und ich glaube, das ist für eine Region, die sich ja als Nationalparkregion der Nachhaltigkeit verschrieben hat, sicherlich nochmal ein ganz wichtiges Argument, um eben Menschen aus dem Ballungsraum ein attraktives Urlaubsangebot zu sein. Und es sei auch nicht vergessen, dass auch in dieser Relation rund 3.500 Anwohnerinnen und Anwohner direkt von der Bahnverbindung profitieren würden. Das heißt, direkten Anschluss an das Nah- und Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn erhalten würden und damit ein deutliches Plus an Lebensqualität erhalten würden. Insgesamt denke ich, also haben wir hier erstens sehr konstruktive Beratungen im Kreistag und in den Gremien bisher erlebt. Ich hoffe daher auf ein starkes Signal des Kreistages heute zur Reaktivierung und Modernisierung der Eisenbahn in Waldeck-Frankenberg. Denn die Reaktivierung und Modernisierung der Eisenbahn sind aktiver Klimaschutz, weil sie die Verkehrswende vorantreiben. Sie steigern die Attraktivität der Region als Wohnort und dienen gleichzeitig der Tourismusförderung. Daher ist es wichtig, wenn der Kreistag heute die Signale auf grün stellt. Vielen Dank. Wenn man eben in der Fragestunde gut aufgepasst hat, hat man gesehen, dass selbst seitens der AfD ein gewisses Interesse am 9-Euro-Ticket da ist. Wenn man sich generell in der Bevölkerung umhört, und ich kann jetzt eher aus der Sicht aus dem oberen Edertal sprechen, dann liest und hört man sehr viel Positives zur Reaktivierung der Bahnlinie. Die Zeichen der Zeit, so klingt es oft, sind erkannt worden. Die Zeichen der Zeit sind jetzt nämlich andere als Anfang der 90er, als die Bahnlinie damals geschlossen worden ist. Und ich denke, wenn man sich alle Stellungnahmen, die uns ja auch zugegangen sind, durchliest, sieht man überall Vorteile. Touristische Vorteile, Vorteile für den Schülerverkehr, an den Studentenverkehr. Der Battenberger, der gerne in Kassel studiert, kann das jetzt wahrscheinlich auch mit einem Umstieg erreichen. Da hatte ich noch gar nicht dran gedacht. Wirtschaftsunternehmen haben Vorteile, die Mitarbeiter der Unternehmen haben Vorteile, weil sie jetzt vielleicht auch schnell mit dem Zug zur Arbeit kommen. Natürlich immer noch unter Vorbehalt, wie die Taktung der Bahn ist. Aber alles das sind Sachen, die zukünftig angegangen werden müssen. Die Stellungnahmen sind alle positiv. Lasst uns das Thema angehen, lasst uns mit einem guten Votum auch diese beiden Bahnstrecken zukünftig reaktivieren. Vielen Dank.
Sehr geehrter Herr Kreisvorsitzender, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, um es gleich vorwegzunehmen, wir stimmen der Vorlage des Kreisausschusses zu, zumal die Strecken auch touristisch interessant wären und der Rad- und Wandertourismus auf beiden Strecken profitieren könnte. Ja, unsere Zustimmung möchte ich allerdings differenziert hier darstellen. Kollege May hat es eben auch schon erwähnt, deshalb beginne ich bei der Bahnlinie Frankenberg-Battenberg, 12 Kilometer lang. Denn alle Welt spricht, wie heute hier auch, über die Nachfolge des 9-Euro-Tickets. Das Land Hessen ist da ja längst weiter. Neben dem Schülerticket sind wir bereits auch mit einem Seniorenticket in Hessen sehr erfolgreich. Erfolgreich aber besonders, meine Damen und Herren, im Rhein-Main-Gebiet. Denn dort komme ich problemlos mit meinem Ticket mit dem ÖPNV überall hin. Aber gleichwertige Lebensverhältnisse in Land und Stadt, auch im ÖPNV, da sind wir noch lange nicht am Ziel und dieser Schritt heute könnte einen weiteren Beitrag dazu leisten. Der Prüfung der Reaktivierung inklusive Nutzen-Kosten-Rechnung stimmen wir deshalb selbstverständlich zu, weil wir glauben, dass die Strecke eben im oberen Edertal hohes Potenzial hätte, besonders dann, wenn man in Frankenberg nicht umsteigen müsste, sondern die Züge durchgetaktet wären. Durchgetaktete Züge erhöhen nämlich die Akzeptanz und die Strecke würde sicher dann auch für mehr Frequenz auf der Strecke nach Marburg bringen. Sie ist für den Berufsverkehr, für Schüler, aber auch für Radfahrer zum Edersee-Radbergweg eine gute Verbindung. Und ich will auch dazu erwähnen, dass es auch nach wie vor Interesse an Holzunternehmen gibt, dort auf dieser Strecke Gütertransporte durchzuführen. Dazu müsste auch eine Brücke saniert werden. Das könnte jetzt ein Beitrag dazu sein. Die Bahnstrecke Bad Villungen-Wega-Hempfurt-Kraftwerk, die hatten wir versuchsweise bereits einmal reaktiviert. Dabei waren wir aber nicht sehr erfolgreich, die Frequenz war unbefriedigend und der Aufwand zur Sperrung der Bahnübergänge unglaublich groß und personalmäßig sehr teuer. Ich kann die damalige Menge aus persönlicher Erfahrung nur bestätigen und will noch weitere Aspekte jetzt kurz hinzufügen in meiner kleinen Aufzählung. Zu geringe Geschwindigkeit, da extrem viele Bahnübergänge, zu geringe Frequenz, ausschließlich am Wochenende, also nicht verlässlich für Urlauber am See und der Bevölkerung, da am Spätnachmittag die Züge endeten. Wer von Pringhausen kommt und im Auto schon sitzt, der steigt auch nicht mehr um. Deshalb für den Berufsverkehr nicht akzeptabel. Der Zielbahnhof liegt nicht in fußläufiger Entfernung zu den touristischen Zielen. Der Umstieg am Kraftwerk in Busse ist deshalb notwendig. Und früher passiert es auch mir selbst bei 30 Grad und kleinem Baby dabei, dass der Zug weggefahren war, weil der Bus zu spät kam, da zu viele Leute drin saßen. Dazu gibt es noch einen sanierungsbedürftigen Tunnel und eine sanierungsbedürftige Ederbrücke. Meine Damen und Herren, wir brauchen auch hier ein auf potenzielle Zielgruppen zugeschnittenes Reaktivierungskonzept, das sich mit den gerade geschilderten Problemen beschäftigt und auch die Vorteile, die diese Bahnstrecke gegenüber der Straße und dem Bus bringt, auch prüft. Eine positive Kosten-Nutzen-Bewertung ist sonst nicht erreichbar aus unserer Sicht. Zudem müsste die Frage der Finanzierung auch noch beantwortet werden. Wir stimmen also zu, sind gespannt auf die Ergebnisse, aber gestatten Sie mir noch ein weiteres Wort. Wir haben eine gute Verbindung diagonal durch den Kreis von Frankenberg über Bad Villungen nach Kassel. Das funktioniert gut, wenn Sie aber nach Bad Villungen, nach Bad Arolsen fahren wollen, müssen Sie dreimal im Bus umsteigen und sind 2 Stunden unterwegs. Gleichwertige Wohnverhältnisse sollten für alle Verbindungen und alle Bürger gelten. Deshalb meine herzliche Bitte, nicht nur die Bahnstrecken in den Fokus zu nehmen, sondern vielleicht auch mal zu gucken, wie man von den Mittelzentren, wie man die Mittelzentren gegenseitig erreicht und da auch weitere Verbesserungen zu erzielen. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Nächste Wortmeldung, Herr Schumacher.
Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, die beiden Kollegen der antragstellenden Fraktion haben ja schon ausführlich dargestellt, worum und es hier uns geht und was wir erreichen möchten damit. Ich möchte aber gerne noch ein, zwei Punkte ergänzen und auch verdeutlichen. Wir sind in Waldeck-Frankreich einer der größten Flächenkreise überhaupt in Deutschland. Wir benötigen zwangsläufig für Schule, für Beruf und für einkaufstechnische Dinge den Individualverkehr, um voranzukommen. Wollen wir dem entgegnen, müssen wir Strukturen schaffen, die uns den Verzicht auf das Auto überhaupt erst ermöglichen. Dass es schon einmal hervorragend funktioniert hat, sehen wir an der Reaktivierung der Strecke Richtung Marburg und Frankfurt. Das war wohl, wie mittlerweile jeder weiß, ein echter Erfolg. Das hat eben auch den Handeln nachgeschmeckt, dass man vielleicht in der Richtung weitergehen könnte. Ein weiterer Schritt in diese Richtung wäre eben, weg vom Individualverkehr hin zum Personennahverkehr, eine weitere Aktivierung von zusätzlichen Strecken. Eine solche Wiederinbetriebnahme sichert die Mobilität für alle Generationen in unserer Region hier, also für Schüler, Senioren und so weiter. Dies können wir im Kreis aber immer nur mit kleinen Schritten leisten. Wir haben die Pflicht, die Weichen in die richtige Richtung zu stellen, um die richtigen Chancen zu sehen und auch in den richtigen Wege zu gehen. Nach unserer Ansicht ist diese Reaktivierung der Edertalbahn als auch der Ederseebahn der Schritt in die richtige Richtung. Bei der Ederseebahn könnte man vielleicht auch noch so ein bisschen nostalgisch sein und das ein bisschen nostalgisch darstellen, was weiß ich, so wie die kleine Bahn nach Soler auf Mallorca, das ist sehr, sehr schön damit zu fahren, das macht auch Spaß. Wäre touristisches Highlight, wenn der Edersee auch schon nicht voll ist, dann hätten wir wenigstens die Bahn voll. Letztendlich sind die Optionen auf die Bahn angesichts der immer knapper und damit teurer werdenden natürlichen Rohstoffe eine Zukunftschance zur Sicherung des Anschlusses und auch der Erreichbarkeit hier in unserem Kreis. Für uns ist die Mobilität im Bereich des Personennahverkehrs auch unter Veränderungsmerkmalen, wie ich eben schon gesagt habe, des demografischen Wandels die einzige Möglichkeit, überhaupt eine Reduzierung des individuellen Fahrverkehrs oder Verkehrs in unserer Region zu ermöglichen. Wir erhoffen uns, dass die Machbarkeitsuntersuchung ein mögliches Reaktivierungspotenzial für uns eröffnet. Wir werden dieses Projekt mit Sicherheit sehr, sehr positiv bewerten. Natürlich muss man das Kosten-Nutzungs-Verhältnis mit berücksichtigen. Daher werden wir auch der empfohlenen Ergänzung zustimmen, dass der Zusatz vorbehaltlich einer positiven Bewertung in der Kosten-Nutzen-Untersuchung mit eingefügt wird. Und damit hoffe ich, dass wir ein deutliches Signal senden, dem Personal oder dem Personennahverkehr weiter in den Mittelpunkt zu rücken. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Kreisvorsitzender, sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Wie wir schon gehört haben, läuft die Kosten-Nutzen-Untersuchung noch ca. bis Frühjahr 2023. Deswegen haben wir uns ein wenig über den Zeitpunkt des Antrages gewundert, aber sei es drum. Der damalige Landrat Dr. Rainer Kubert hat in 2020 schon Gespräche einer Reaktivierung geführt und die Reaktivierung Frankenberg-Korbach auch mit Erfolg in 2015 umgesetzt. Obwohl, so habe ich zumindest aus dem Protokoll entnehmen können, dass einige Fraktionen damals strikt dagegen waren, befürworten wir diese Studie zu dieser Reaktivierung selbstverständlich. Als die Bahnverbindung Hatzfeld-Frankenberg in 1981 eingestellt wurde, war es für viele Schüler im oberen Edertal erstmal eine Umstellung. Teils mussten Berufsschüler nach Korbach in die Berufsschule und da war es praktisch, wenn man im oberen Edertal einsteigen und bis Korbach durchfahren konnte. Ab dem Jahr 2005 gab es in den Sommermonaten einige Sonderfahrten an den Wochenenden von Battenberg bis Frankenberg mit Weiterfahrt nach Korbach. Und auch da habe ich recherchieren können, dass die Züge meistens gut gefüllt waren. Dies wurde unter anderem von Familien aus dem oberen Edertal gern und viel genutzt. Und es war einfach, mal eben bis nach Herzhausen zum Beispiel und dann mit dem Fahrrad an den See weiterzufahren.
Auch die von Herzhausen eingesetzten Busse nach Remfort und anderen Haltepunkten am See wurden gut angenommen. Vor allem, man kam auch wieder zurück. Die Verbindung Battenberg-Frankenberg, und das hat eben Claudia Ravensburg schon erwähnt, wird gelegentlich noch für Holztransporte genutzt. Und daher müsste es vom Verständnis her mit wenig Aufwand möglich sein, diesen Streckenabschnitt auch für den Personenverkehr wieder zu reaktivieren. In Zeiten, wo Kraftstoffe immer teurer werden, fahren die Menschen gerne auch wieder mit dem Zug, weil es sonst mit den stetig steigenden Energiepreisen für manche Familien kaum noch zu leisten ist, am Wochenende mit dem Auto unterwegs zu sein. Und als Bürgermeister einer Kurstadt, Deutschlands größten Kreisstandort, möchte ich auch erwähnen, dass viele Kurgäste auch die Bahnverbindung nutzen, um Bad Wildungen zu erreichen. Viele Reha-Gäste kommen ohne Pkw an und auch diese würden mit Sicherheit am Wochenende zumindest eine Reaktivierung von der Bahnstrecke Reaktivierung Einfurt profitieren. Bemerken möchte ich an dieser Stelle, falls es nicht bekannt sein sollte, dass aktuell ja die Bahnverbindung zwischen Wabern und Bad Wildungen ertüchtigt und erweitert wird und der NVV in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn eine Verdichtung der Verbindungen plant, sodass auch zukünftig dann, Zeitrahmen wurde mir zumindest mitgeteilt, ab Hessentag in Fritzlar halbstündige Zugverbindungen Richtung Wabern hergestellt werden sollen, damit auch ein problemloser Anschluss an die ICE-Verbindung gewährleistet ist. Wir alle wissen, dass am Wochenende, wenn gutes Wetter ist, egal ob Wasser im See ist oder nicht, Parkplätze am Edersee rar sind. Und da werden Besucher mit Sicherheit auch gerne auf den Zug umsteigen, weil dann die lästige Parkplatzsuche entfällt. Und wir hatten ja vorhin schon gehört, Mobilitätskonzept Edersee steht an und dort ist ja auch eventuell geplant, den NIF, wie es so schön heißt, etwas außen vor zu lassen und da spielt dann die Bahn wieder eine wichtige Rolle. Wenn dann eventuell noch die Fahrscheinkontrollen entfallen würden, könnte das eingesparte Geld von dem Personal zudem für dauerhaft kostengünstige Preistarife genutzt werden. Ist vielleicht eine Idee. Es gibt also viele Gründe, die Reaktivierung voranzutreiben, aber ich spreche für die SPD-Fraktion, dass wir den Änderungsvorschlag nur positiv zustimmen werden, wenn halt diese positive Bewertung der Kosten-Nutzen-Untersuchung dabei herauskommt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, eins vorneweg, früher war alles viel früher, der Himmel wird nie mehr so blau, ganz kurz mal angesprochen, natürlich hat das früher besser funktioniert und wir wollen hoffen, dass es wieder so funktionieren wird, wie es früher mal war und vielleicht sogar noch besser. Von daher kann ich eigentlich allen nur zustimmen, die bisher gesprochen haben und man kann einem solchen Antrag einfach nur zustimmen, weil es letztendlich ein Gewinn für unseren Landkreis sein wird. In der Hoffnung darauf, dass, was Frau Ravensburg gesagt hat und der Kollege May hat ja auch gleich Beifall gepflichtet, dass wir irgendwann auch mal den großen Regionen so ein bisschen gleichgestellt werden, kann man nur hoffen, dass diese Sache so schnell als möglich umgesetzt wird. Was mir so ein bisschen fehlt an der ganzen Sache, es ist sehr wohl erwähnt worden von Kollegen May und auch von Frau Ravensburg, das ist das Thema Güterverkehr. Wir haben mehr als nur Holztransport und vor dem Hintergrund der steigenden Energiepreise und auch der Klimakrise sollte man vielleicht auch das Thema Gütertransport auf der Schiene ein bisschen mehr ins Auge nehmen und dann fängt das an, ein bisschen schwierig zu werden, denn, das ist ja auch schon bekannt, nicht jeder, der an der Schiene wohnt und hat dann so einen stetigen Verkehr, der ist ja glücklich mit. Von daher müsste natürlich auch der Schallschutz und alles das mit eingebracht werden. Aber in meinen Augen macht das nur Sinn, wenn wir wirklich alles zusammen sehen und auch den Gütertransport damit bedenken. Ich stimme dieser Sache auf jeden Fall zu. Ich finde das klasse, dass das vorangetrieben wird. Ich hoffe, dass meine Gedanken da vielleicht auch mit einspielen. Danke für die Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Kreistages, sehr geehrte Damen und Herren auf den Zuschauerplätzen. Zunächst einmal ist die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in einem flächenmäßig so großen Landkreis sehr begrüßenswert. Ich habe mir den Antrag von Juni 2022 von Bündnis 90 Die Grünen, der FDP und den Freien Wählern noch einmal genauer angeschaut
und weder einen Hinweis auf Streckenkilometer oder gar entstehende Kosten entdeckt. Meine Nachfrage nach den Kosten für ein Gutachten für eine Nutzen-Kosten-Untersuchung ergab, dass diese vom Land übernommen werden. Somit wird der Kreishaushalt nicht belastet. Fragen sollten sich auch die Gedankengeber dieses Antrags stellen. Über wie viele Bahnkilometer reden wir, die reaktiviert werden sollen? Was kostet ein Bahnkilometer im Bau, wenn schon die Unterhaltungskosten je Bahnkilometer 312.000 Euro kosten sollen? Wie viel kostet wohl ein Gutachten bei einer Bausumme von 10, 20 oder vielleicht 50 Millionen? Mit welchen Preiserhöhungen werden wir wohl rechnen müssen? Ist Material überhaupt lieferbar, wenn Ziegelwerke und Stahlwerke ankündigen zu schließen bzw. ihre Produktion wegen hoher Energiekosten einstellen? Welchen Anteil wird der Landkreis für die Reaktivierung der Strecke übernehmen müssen? Stellen Sie sich, verehrte Abgeordnete, auch diese Fragen. Ein Gutachten über die Nutzen-Kosten-Analyse wird uns sicherlich eine Einschätzung liefern bei der betriebswirtschaftlichen Betrachtung, befreit uns aber nicht von der wesentlich wichtigeren Frage, wie hoch der Kreishaushalt belastet werden darf. Angesichts des Wirtschaftskrieges gegen die deutsche Bevölkerung, der sich in immer höher werdenden Strom-, Gas- und Benzinpreisen ausdrückt, die auch das ganze Handwerk stark belasten, muss man sich fragen, was sich die Ampelregierung in Berlin bei dieser Entwicklung denkt. Wie ich schon eingangs erwähnte, unterstützen wir Ihren Antrag, werden aber sehr genau darauf achten, zu welcher Belastung dies im Kreishaushalt führen wird. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, natürlich wurde schon mehrfach betont, es ist extrem sinnvoll, diese Strecken wieder zu ertüchtigen, die dann mit Eisenbahnschienen die Orte verbinden, die wir hier im Kreis haben. Und ich finde, es ist nicht nur notwendig, das zu betrachten unter dem Aspekt, gibt es dann eine Kosten-Nutzen-Relation auf der wirtschaftlichen Ebene, sondern wir müssen in die Zukunft gedacht gucken, dass es notwendig ist, diese Schienenverbindung überhaupt zu haben. Gerade wurde auch von den Wiegand nochmal hervorgehoben, gerade für Güterverkehr, schwere Güter runter von der Straße rauf auf die Schiene. Das hilft auch, dass die Straßen länger halten. Dies sollte man auch in die Wirtschaftlichkeitsberechnung mit einbeziehen. Und natürlich ist die Möglichkeit, runterzukommen von Individualverkehr, der ja ein großes Teil an Umweltverschmutzung zur Folge hat, auch wichtig, dass man das verhindert, indem man eben einen gemeinschaftlichen Verkehr anbietet. Und dafür ist die Schiene nach wie vor extrem gut geeignet, eben deswegen, weil sie auch viel länger hält als eine Straße, weil man da auch viel schwerere Lasten mit bewegen kann, weil man viel größere Volumen bewegen kann, insbesondere Menschen mit Fahrrädern, mit Rollstühlen, mit Kinderwagen, alles, was man so mitnehmen will, ist auf der Schiene viel besser aufgehoben. Und deswegen kann man nicht nur eine reine wirtschaftliche Betrachtung hier zugrunde legen, sondern man muss wirklich den gesamten Nutzen, der dahinter steckt und der damit realisierbar ist, im Auge behalten. Da darf man nicht daran zurückdenken, wie war es denn früher, man musste irgendwann einen Fahrplan auswendig kennen und dann musste man wissen, wo man die Fahrkarten herbekommt und so weiter und so fort. Heute haben wir mobile Apps. Es ist durchaus möglich, auch kleine Zugverbände fahren zu lassen, die man dann auch anders takten kann, als wenn man immer nur einen langen Zug oder einen großen Lok davor hat. Wenn ich Elektroautos haben kann oder Elektro-LKWs haben kann, dann kann ich auch elektrisch betriebene Schienenfahrzeuge haben, die mit einer anderen Taktung und mit einer geringen Größe hin und her fahren können. Und da kann ich ganz andere Sachen mir ausdenken, aber das geht eben nur, wenn ich die Schiene habe und deswegen auf jeden Fall feuerfrei und in diese Wirtschaftsbetrachtung ein bisschen Fantasie mit reintun, da kommen viel, viel mehr zusammen als nur. Vier Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten.
Damit ist dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen CDU und SPD vom 3. August 2022 entsprochen. Kolleginnen und Kollegen, ich fange gerne an, denn für mich ist das Thema sehr wichtig. Wir stimmen der Einrichtung der kommunalen Gesundheitskonferenz uneingeschränkt zu und danken allen Akteuren, die seit 2012 und jetzt auch seit 2016 an dem vom Land geförderten Gesundheitsnetz Waldeck-Frankenberg gearbeitet haben und natürlich auch noch weiterarbeiten. Dass wir unseren Landkreis mit allen seinen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in den Fokus nehmen, ist unbedingt notwendig und sinnvoll. Schließlich tun sich da und dort immer wieder Lücken auf, zum Beispiel wenn ein niedergelassener Arzt keinen Nachfolger findet. Wir müssen reagieren, wir müssen unterstützen. Tatsache ist auch, dass die gesundheitliche Infrastruktur in Hessen sehr unterschiedlich ist. Und es gibt ein deutliches Untergewicht, so ähnlich wie vorhin beim ÖPNV, in den Versorgungsstrukturen im ländlichen Raum. Wenn ich das mal mit den großstädtischen Bereichen vergleiche. Zum einen fehlen uns Fachärzte, aber auch unsere Krankenhäuser haben natürlich keinen Maximalversorger. Und deshalb ist es gut, dass wir in Regionen denken, dass wir angedockt sind und auch von dem Know-how der Maximalversorger profitieren können. Denn Jammern hilft da gar nichts. Der Landkreis und die Kommunen müssen zusammenstehen und sie müssen handeln und unterstützen. Und das geschieht auch. Danke deshalb ausdrücklich an Frau Wilke und die Fachabteilung bei uns im Landkreis, auch an den Kreisbeigeordneten und den Landkreis, dass sie das zur Chefsache machen. Denn wir sollten eine enge Vernetzung der Leistungsträger anstreben. Ziel ist es, Defizite und Lücken aufzudecken, Problemlösungsstrategien zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung, mit den Krankenhäusern, aber auch mit den Krankenkassen entwickeln. Das Land Hessen unterstützt finanziell, aber auch beratend. Ich will da nur einige Beispiele nennen. Die beiden geplanten Gesundheitszentren in Wattenberg und Frankenau, genauso wie das kommunale Gebäude, das Ärztehaus in Eidorf-Eder, als attraktive Arbeitsmöglichkeiten für junge Ärzte und Niederlassungswillige, die von außerhalb kommen. Und gleichzeitig aber Kurzkriegen für die Bevölkerung. Im Umland arbeitet das Modellprojekt Port rund um das Pflegehotel sehr erfolgreich. Und seit diesem Jahr auch die vom Land geförderten Gemeindeschwestern, die hier flächendeckend angedockt an den Pflegestützpunkt für die Menschen arbeiten und unterstützen. Meine Damen und Herren, um eine gute Gesundheitsversorgung zu erhalten, brauchen wir die enge Verknüpfung von ambulanter Versorgung mit den Krankenhäusern. Die sektorenübergreifende Zusammenarbeit ist unbedingt notwendig. Das bedeutet zum Beispiel auch die enge Verzahnung unseres ärztlichen Bereitschaftsdienstes mit unseren Krankenhäusern. Deshalb sollten wir die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung beim E-Health bietet, auch noch sehr viel besser nutzen. Projekte wie der Telenotarzt, und da sind wir in Waldeck-Frankenberg vorbildlich, die steigern die Qualität im Rettungswesen und sie sind auch deshalb notwendig, weil wir natürlich auch im Rettungsdienst Personalknappheit haben. Dass wir die Standorte unserer Krankenhäuser sichern wollen und stark machen wollen, das ist sowieso unser Dauerthema und ich glaube, da sind wir uns hier alle einig. Meine Damen und Herren, wir halten die Bildung einer kommunalen Gesundheitskonferenz deshalb für die richtige und konsequente Initiative für unseren Kreis. Die Probleme identifizieren, lösungs- und zielorientiert arbeiten, Versorgungslücken zu erkennen und Fäden zu den umliegenden Regionen zu knüpfen, das ist der richtige Weg, damit unsere Heimat auch für die Jugend eine lebenswerte Region bleibt. Denn dafür ist auch mittlerweile die Gesundheitsinfrastruktur einer der wichtigsten.
nachhaltigen Standortfaktoren. Und deshalb stimmen wir heute zu und wir freuen uns bei Zeiten auf den Bericht über die Arbeit in diesem Gremium, wie Frau Hubel ihn eingebracht hat. Vielen Dank. Als Vorsitzender, meine Damen und Herren, Claudia Ravensburg hat das Thema allumfassend und gut, wie in diesem Bereich immer, glaube ich, ja, dargestellt. Für uns von den Freien Wählern ist das jetzt auch der logische weitere Schritt, die Einrichtung einer kommunalen Gesundheitskonferenz zu beschließen. Wir begrüßen das sehr. Ich habe von dieser Stelle in den letzten Jahren auch immer wieder ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wir die ganzen Aktivitäten, die seit 2012 in diesem Bereich getätigt worden sind, ausdrücklich unterstützen. Das ist jetzt der nächste logische Schritt, auch die Besetzung der Konferenz mit den Vertretern sowohl des Fachdienstes Gesundheit, des ersten Kreis Beigeordneten, aber auch der Ärzte, der Kassenärztlichen Vereinigung. Das passt alles. Ich erwarte mir davon eine ganze Menge. Ansprechen möchte ich aber auch, hier wird auf die beiden Gesundheitszentren in Frankenau und Wattenberg hingewiesen. Ich hoffe, dass das beide Kommunen auch stemmen können und dass wir dort nicht nur dann Gebäude haben, sondern dass diese auch mit Leben erfüllt werden. Claudia, du hast von einer Unterstützung des Landes gesprochen. Ich hoffe, das passt auch für diese beiden Standorte. Da hört man, dass es finanziell noch gar nicht so klar ist, dass das läuft. Das wünschen wir uns natürlich sehr und begrüßen alle weiteren Aktivitäten in diesem Bereich. Sagen Danke an alle, die in diesem Bereich tätig waren und es in Zukunft auch noch sein werden. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, die zukünftige Gesundheitsversorgung auf dem Land ist eines der wichtigsten Themen für den ländlichen Raum in Hessen insgesamt und für Waldeck-Frankenberg als größten Flächenlandkreis im Besonderen. Wir Freien Demokraten begrüßen jeden guten Ansatz, jede gute Idee, um unsere Bürgerinnen und Bürger von jung bis alt gute und erreichbare Angebote in Sachen Gesunderhaltung und Prävention zu garantieren. Ich bin erstaunt, dass es schon mittlerweile 10 Jahre her ist, dass das Projekt Gesundheit schafft Zukunft durch den Beschluss des Kreistages an den Start ging. Unter anderem wurden die Sicherung und Verbesserung der hausärztlichen Versorgung durch das Gewinnen junger Ärztinnen und Ärzte, die Organisation von Bereitschaftsdienstzentralen zur ärztlichen Entlastung sowie der Anschub von neuen Versorgungsmodellen in den lokalen Gesundheitszentren als strategische Ziele ausgerufen. Hier ist in den letzten Jahren in der Tat einiges passiert, aber ich vermag nicht zu urteilen, wie wir hessenweit im Vergleich zu anderen ländlichen Regionen stehen, zumal andere Landkreise eine sogenannte Gesundheitskonferenz wohl schon längst haben. Fest steht, dass noch viel zu tun ist. Auch wenn vor 6 Jahren das Sozialministerium die Gründung des Gesundheitsnetzes Waldeck-Frankenberg gefördert hat, tut die hessische Landesregierung insgesamt noch viel zu wenig. Die Gefahr ist nach wie vor groß, dass wir sehenden Auges in den Kollaps des öffentlichen Gesundheitsdienstes laufen, weil es weiterhin schwer ist, freie Ärztestellen zu besetzen. Außerdem geschieht viel zu wenig in Sachen digitale Gesundheitsversorgung, wo es zahlreiche Möglichkeiten wie ein nationales E-Health-Portal gäbe, damit heute noch komplizierte und bürokratische Prozesse dann elektronisch und intelligent abgewickelt werden können, um so für eine spürbare Entlastung der Ärzteschaft zu sorgen. Die Gesundheitsämter, Kommunen und Kostenträger sind auf die Unterstützung des Landes angewiesen, meine sehr geehrten Damen und Herren. An der Stelle sei auch die mangelnde Krankenhausfinanzierung der Landesregierung genannt. Besonders für ältere Menschen auf dem Land sind über die längeren Wege zu den Ärzten und Ärzten eine große Belastung. Und die überbordenden bürokratischen Hürden müssen auch weiterhin eigentlich abgebaut werden. Nicht nur darüber reden, sondern endlich auch machen. Jede Stunde, die sich ein Arzt oder eine Ärztin mehr um seine Patienten statt Abrechnung kümmern kann, ist eine wertvolle Stunde. Es ist am Ende gut, wenn der Landkreis hier den Hut auf hat und den öffentlichen Gesundheitsdienst als hoheitliche Aufgabe wahrnimmt. Der Dialog aller wichtigen Player vor Ort ist richtig und wichtig, auch wenn wir noch ganz am Anfang stehen und vieles noch unklar ist. Auch im Fachausschuss gab es unter anderem unter Aufnahme eines regelmäßigen Berichtswesens breite Zustimmung für die Einrichtung einer kommunalen Gesundheitskonferenz. Von daher wird die FDP-Fraktion auch heute hier im Kreistag zustimmen. Vielen Dank.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Hessen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Katharina Wilke vom Fachdienst Gesundheit hat uns in der letzten Sozialausschusssitzung ausführlich in die Strategie der Kommunalen Gesundheitskonferenz eingeführt. Vielen Dank nochmal dafür. In einer kommunalen Gesundheitskonferenz stellen relevante Akteurinnen und Akteure den kommunalen Bedarf des Gesundheitswesens fest und können gemeinsam angepasste Handlungsempfehlungen erarbeiten und auf deren Umsetzung hinwirken. Durch die themenspezifischen Arbeitsgruppen kann individuell mit Fachleuten an den verschiedenen Themen gearbeitet werden. Wir versprechen uns von dem Gremium eine Förderung der Zusammenarbeit von allen Akteurinnen und Akteuren des Gesundheitswesens und eine weitere Verbesserung der gesundheitlichen Infrastruktur und stimmen daher dem Beschlussvorschlag zu. Der Ergänzung eines Zwischenberichts von Frau Ruhwedel stimmen wir ebenfalls zu und bedanken uns auch recht herzlich dafür, denn somit werden wir Informationen erhalten, auch über die ganz genaue Zusammensetzung zum Beispiel des Gremiums, weil das zu diesem Zeitpunkt ja noch etwas unklar ist, wer genau aus der Ärzteschaft, Apotheke, Pflege und so weiter teilnehmen wird. Und wie man dann eben auch eine effiziente Arbeit erzielen kann, weil das sollte ja das Ziel sein. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass wir zum Schluss des Tages heute nochmal eine spannende inhaltliche Diskussion zum Thema Gesundheitsversorgung führen. Das macht mir immer besonders viel Spaß und ich freue mich, dass mit dem Antrag auf Errichtung einer Gesundheitskonferenz die Maßnahmen, die wir eben seit, das ist schon angesprochen worden, 2012 eingeleitet haben, eben auch fortgeführt werden. Und ich war auch etwas überrascht, dass es schon 10 Jahre sind. Und wenn man immer wieder hört, wie wenig Zuständigkeit doch eigentlich Kommunen haben im Bereich Gesundheitsversorgung und dass das noch alles nicht unser Aufgabenbereich ist, dann zeigt sich aber doch, wie viel wir schon in den letzten 10 Jahren gemacht haben. Herr Schütze-Rüberhorst hat gerade schon einiges angesprochen, Frau der Ravensburg hat das angesprochen. Wenn man überlegt, wo wir vor 10 Jahren angefangen haben, da war der Landkreis einer der ersten, die als Landkreis, als Kreistag einstimmig, und das finde ich auch ziemlich gut und erwähnenswert, weil es einfach nochmal zeigt, wie wichtig uns das Thema ist, sich auf den Weg gemacht hat und gesagt hat, wir wollen das Thema angehen, auch wenn wir nicht zuständig sind für die ärztliche Versorgung, was die KV ist, was uns aber nichts bringt in der Sicherstellung, wenn wir uns nicht drum kümmern. Und deswegen haben wir uns da auf den Weg gemacht und wir haben da einiges erreicht mit dem Projekt. Auch immer, wenn es hier um die Diskussion im Kreistag ging, war das immer sehr, sehr einstimmig. Da freue ich mich sehr drüber. Wir haben die Verbundweiterbildung organisiert, wir haben ganz, ganz viele Dinge organisiert, damit junge Ärztinnen und Ärzte in den Kreis, in Landkreis kommen, hier ihre Ausbildung machen können. Wir haben das Online-Portal Landarztwerden ins Leben gerufen. Das war bundesweit die erste Plattform damals, die an den Start gegangen ist. Die funktioniert bis heute sehr gut. Und da war auch bereits ein Expertengremium aus Ärztinnen und Ärzten dabei. Die Pflege war mit dabei, die KV war mit dabei. Also es gab schon sehr, sehr viele, die sich da engagiert haben. Und deswegen gab es auch schon dieses Netz. Wenn der eine oder andere sagte, was hatten wir doch schon mal in der Richtung, dann stimmt das. Es gab auch schon Pflegekonferenzen, es gab einige Dinge. Aber mit diesem Antrag freue ich mich sehr, dass viele, viele Punkte jetzt zusammengeführt werden und auch nochmal strategisch geschaut wird, wie gehen wir weiter voran, was bedeutet das, was müssen wir im Bereich der Gesundheitsversorgung entwickeln. Und ich freue mich auch hier, wenn man sich die Gesundheitszentren anguckt, die verschiedenen Projekte, die sind aus diesen Dialogen entstanden. Weil der erste Punkt war, wir haben einen Kreis, aber die Themen in den Kreisen sind ganz, also in den Kreisteilen sind ganz unterschiedlich. Das ist mal ein Mittelzentrum, mal ist es ein Dorf, ne, je nachdem braucht es eben ganz unterschiedliche Versorgungsangebote und dadurch sind eben die verschiedenen Zentren entstanden. Herr Frese begleitet das ja sehr intensiv mit den Zentren in Frankenau und Battenberg und Frankenberg ist ja auch mit dabei. Frau Ravensburg hat schon gesagt, in Willing und Diemelsee ist einiges entstanden und das finde ich total wunderbar, weil der Startschuss nämlich hier vor 10 Jahren gefallen ist und das zeigt, wie viel auf kommunaler Ebene auch möglich ist und wie viel auch auf Landkreisebene möglich ist. Und wenn wir als Landkreis da diese Vernetzung auch eben organisieren und begleiten und ganz, ganz viel koordinieren, dann kann eben in den einzelnen Gemeinden auch ganz viel passieren. Und ich glaube, da können wir als Landkreis sehr stolz drauf sein, was wir in den letzten Jahren umgesetzt haben. Und ich hoffe, dass es genau in dieser Geschwindigkeit weitergeht und wir in 10 Jahren überall ganz wunderbare patientenzentrierte Versorgungszentren haben. Wir werden es sehen. Vielen Dank. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich mache es wirklich ganz kurz, einleitend.
bedanke ich mich, bin ja auch kein Neutrum, für die positive Beschlussfassung zu dem Tagesordnungspunkt, der vorangegangen ist. Ich sichere hinzu, dass ich mich gerne weiter nach Kräften bemühen werde, den Landkreis Waldeck-Frankenberg nach vorne zu bringen. Heute sind wir beim Gesundheitswesen und ich will den Beitrag von Frau Dr. Kappelhoff aufnehmen und noch einige wenige Anmerkungen dazu machen. Deshalb den Beitrag von Frau Dr. Kappelhoff, weil sie und diejenige ist, gemeinsam mit dir, Claudia, die das von Anfang an begleitet haben, was wir im Bereich Gesundheitswesen hier im Landkreis Waldeck-Frankenberg auf den Weg gebracht werden. Es geht uns im Grunde genommen um drei Eckpunkte. Einmal wollen wir neue Entwicklungen aufnehmen, die in der Vergangenheit zu kurz gekommen sind, namentlich den ÖGD, den öffentlichen Gesundheitsdienst, der vor Corona nicht diese entscheidende Rolle spielte im Gesundheitswesen überall und auch im Gesundheitswesen des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Zweitens das Thema Gesundheitsberichterstattung, das bei uns in der Vergangenheit wie überall in den hessischen Landkreisen zu kurz gekommen ist. Wir brauchen aber verlässliche Daten, um Gesundheitspolitik auf kommunaler Ebene weiterentwickeln zu können. Und das müssen wir dringend weiterentwickeln. Die beiden Damen und auch die anderen Redner, Herr Schulze-Überhorst, haben ja völlig zu Recht gesagt, dass wir keine verbindlichen und letztendlichen Zuständigkeiten haben bei der medizinischen Versorgung, aber dass wir durch Moderation, örtliche Kenntnisse und die Interpretation von Sachverhalten durchaus dazu beitragen können, das Gesundheitswesen in unseren Städten und Gemeinden weiterhin zu entwickeln, und zwar auf allen Ebenen, von den Krankenhäusern bis zum Allgemeinarzt vor Ort. Und daraus leitet sich halt ab, dass wir in die verschiedenen Aktivitäten, die in unserem Fachdienst Gesundheit oder von anderen Trägern des Gesundheitswesens im Landkreis Waldeck-Frankenberg oder auch den Verbänden von der Ärzteschaft bis hin zur Pflege oder die Geschäftsführung der Krankenhäuser, dass wir denen mehr Verbindlichkeit geben und einen Raum, wo man sich austauschen und Verabredungen treffen kann. Und das ist die kommunale Gesundheitskonferenz. Das alles müssen wir jetzt umsetzen, das wird viel Arbeit sein, aber es ist eine ganz, ganz lohnenswerte Arbeit für die Weiterentwicklung unseres Raumes. Und einer der Vorredner hat völlig zu Recht gesagt, ein gutes Gesundheitswesen ist einer der Standortfaktoren für Waldeck-Frankenberg. Danke, dass Sie, wie ich das den Beiträgen entnehme, so einmütig hinter dieser Mangelaufgabe stehen. Frau Wilke, wir machen uns jetzt dran. Herzlichen Dank.